Heute stelle ich euch einen Vogel vor, der durch Entwässerungen, frühe Wiesenmaht, Torfabbau und intensive Landwirtschaft vom Aussterben bedroht ist. Die Rede ist vom Kiebitz. Doch fangen wir wie immer von vorne an. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst doch gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Dies ist das dritte Video aus meiner neuen Reihe namens Steckbriefe, bei der ich euch einzelne Vögel vorstelle. Zur Playlist und zum letzten Video über den Eisvogel gelangt ihr hier, wenn ihr oben rechts auf das kleine i klickt. Aber lasst uns nun mit dem eigentlichen Video beginnen. Der Kiebitz ist aus der Familie der Regenpfeifer und wird mit 28 bis 32 cm Größe etwa so groß wie eine Taube. Die Oberseite des Kiebitzes ist schwarz und schimmert metallisch grün. Seine Unterseite ist weiß. Außerdem hat er ein schwarzes Brustband und eine abstehende Fehlerhölle am Hinterkopf. Kommen wir nun zum Ruf des Kiebitzes. Kiebitz ernährt sich hauptsächlich von Insekten und deren Larven. Aber auch Samen, Regenwürmer, Körner und Früchte nimmt er gerne zu sich. Damit besitzt er ein sehr breites Nahrungsspektrum. Kommen wir nun zum Lebensraum. Der Kiebitz bevorzugt offenes, flaches und nasses Dauergrünland, aber auch Überschwemmungszonen und Wiesen. All das sind Flächen, die in Deutschland zum Nachteil des Kiebitzes recht selten geworden sind. Dazu kommt noch, dass der Kiebitz ein Bodenbrüter ist, das heißt, er legt seine Eier in eine mit Gras ausgepolsterte Kuhle am Boden. Normalerweise werden 4 Eier gelegt, aus denen nach knapp einem Monat die Jungen schlüpfen. Die kleinen Kiebitze sind Nestflüchter und werden nur rund 40 Tage von ihren Eltern großgezogen, danach sind sie auf sich alleine gestellt. Wenn wir den Lebensraum besprochen haben, kommen wir nun zur Verbreitung und dem Bestand. Der Kiebitz kommt von Nordafrika bis Südskandinavien vor, wenn er gute Habitate vorfindet. Deshalb ist er meist in Flussniederungen und extensiv bewirtschafteten Tiefebenen zu finden. Der Bestand wird europaweit auf etwas mehr als 1 Million Brutpaare geschätzt. In Deutschland geht man von etwa 70.000 bis 100.000 Brutpaaren aus, was schon recht wenig ist. Und weil es nur noch so wenige sind, möchte ich euch noch mitteilen, warum die Bestände des Kiebitzes in den letzten Jahrzehnten so viel kleiner geworden sind. Wie bereits zu Beginn des Videos erwähnt, zerstört der Mensch große Teile des Habitats und vertreibt den Kiebitz so: Grundwasserabsenkung, Entwässerung, die frühe Wiesenmaht und ein intensiver Torfabbau haben den Lebensraum verschwindend gering gemacht. Ein weiterer Faktor ist die intensive Nutzung von Wiesen durch den Menschen, etwa durch Spaziergänger oder Hunde. Diese können durch wiederholte Störungen zum Brutabbruch führen, da Kiebitze ja Bodenbrüter sind und somit dem Menschen und Hunden ausgeliefert sind. Deshalb möchte ich euch zum Schluss noch ein paar Maßnahmen mitgeben, die dem Kiebitz sehr gut tun würden. Grundsätzlich kann man sagen, dass Schutzmaßnahmen zur Erhaltung naturnaher Lebensräume das Wichtigste sind, um den Kiebitz zu schützen. Dazu gehören Offenlandschaften, aber auch Flussauen. Außerdem sollten Brut- und Rastplätze intensiv überwacht werden, um brütende und rastende Kiebitze vor Spaziergängern und Hunden zu schützen. Weitere sehr interessante Artikel zum Kiebitz findet ihr auf der Seite des NABU. Ihr findet den Link direkt oben in der Videobeschreibung. Leider ist der Kiebitz bei uns in der Gegend sehr selten geworden. Ich konnte ihn in meinem ganzen Leben noch nie beobachten, setze mich aber dafür umso mehr ein, dass er eine Zukunft in Deutschland hat. Das war's auch schon wieder mit dem Steckbriefvideo über den Kiebitz. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen, falls du nicht sowieso schon eins hinterlassen hast. Wenn du Videowünsche hast, schreibe mir gerne in die Kommentare. Das macht es einfach für mich, neue hochwertige Videos zu produzieren. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.